Hallo, heutiges Thema Spezies Musiker. Ja, das ist, über dieses Thema habe ich auch schon oft berichtet. Ja. Und ich dachte mir, ich mache mal explizit zu diesem Thema mal ein Video. Was meine ich damit oder wie soll man das erklären am besten? Also Musiker sind ein bisschen, also Musiker ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, muss sagen, Hobbymusiker, weil die meisten Musiker, die ich kenne, die arbeiten auch nebenbei und machen das Hobby, das Musik, die Musik nur zum Hobby, ja, wie ich auch, oder? Aber trotzdem, also, das, was ich schon so erlebt habe, sind ja diese unglaublichen Geschichten, die ich schon oft hier in den Videos erzählt habe. Ja, und was ist das Komische an den Musikern? Also, das sind einfach spezielle Typen. Also, es gibt solche, die meinen, sie sind die Größten, ja. Sind sie aber natürlich nicht, aber sie führen sich so auf wie die Größten. Und da müssen alle nach ihrer Pfeife tanzen, ja. Und da gibt es andere, die sind sehr zurückhaltend und still und so. Und äußern sich nicht und plötzlich eskaliert das Ganze und sie steigen aus, zum Beispiel aus der Band. Es gibt da x verschiedene Sorten, ja, von Typen. Ja. Da gibt es die Träumerfraktion. Die Träumerfraktion, das sind diejenigen, die gerne in einer Band möchten spielen. Ja, oder ja, sie möchten eigentlich in einer Band spielen, oder? Sind aber nicht bereit, regelmäßig zur Probe zu kommen, regelmäßig zu üben, regelmäßig live zu spielen und sich darauf vorzubereiten und, ja. Das ist die Träumerfraktion, das ist fast die schlimmste, ja. Weil warum spielst du dann in einer Band, wenn du nicht bereit bist, dich voll einzubringen? Ja, dann kannst du es doch gleich sein lassen, ja. Dann kannst du für dich alleine alle 14 Tage mal eine halbe Stunde ein bisschen zu Hause spielen und das war's, ja. Da sagt ja niemand was dagegen, dann kannst du das so machen, ja. Du musst ja nicht in einer Band spielen, ja. Also die Träumerfraktion, das ist wirklich eine spezielle Fraktion. Da gibt es also da gibt's so die, wie soll ich denen sagen, die Fraktion der Ahnungslosen. Für die ist alles ein bisschen ein Spiel. Das heißt, sie schließen sich mal einer Band an und sie üben zwar auch und so, ja, oder? Aber dann doch wieder zu wenig und dann für sie ist das Spielen dann, das Mitspielen in einer Band plötzlich zu viel, für die ist es dann wie ein zweiter Job und so, eben das habe ich auch schon alles erlebt, ja. Für die ist es dann wie ein zweiter Job. Ja, und dann, sie möchten eigentlich mehr oder weniger nur ein paar Freunde finden, musikalische Freunde finden und schon in einer Band auch ein bisschen mitmachen, aber eben doch nicht richtig, ja, weil sonst wird alles zu viel, sonst wird alles wie ein zweiter Job, oder? Also, das ist so diese, ja, wie soll man denen sagen, diese Fraktion der Ahnungslosen, oder wie man denen sagen soll, ja. Da gibt es natürlich da die Nerds. Die Nerds ist auch eine spezielle Gruppe. Die Nerds, das sind die, die sich zwar auch in eine Band einbringen, ja, und auch dabei sind, aber die halbe Probe oder irgendwann möchten sie dann über technische Sachen sprechen, ja. Also Verstärker XY gegen Verstärker X und das gegen das, Gitarre A gegen Gitarre B, was ist besser, was kann man mit dieser besser machen, mit dieser, was ist da am besten. Endlose Gespräche und so, und dann geht es gar nicht ums Musik machen, sondern nur ums Musik reden. Ja. Das sind so die Talking-Nerds, könnte man denen sagen. Also die sprechenden Nerds, die am liebsten nur darüber sprechen. Ja, ja, das gibt es noch. Es gibt so viele Unterkategorien noch. Ja. Also, endlos könnte man darüber berichten, ja. Wie gesagt, die Dominanten gibt es, dann gibt es die Devoten, die alles mit sich machen lassen, oder? Aber irgendwann ist denn das auch zu viel und dann steigen sie wieder aus oder was auch immer, ja. Also es gibt wirklich, und da gibt es noch die Träumer, die denken, ja, eine halbe Stunde zum Proberaum fahren geht schon. Aber nach einem Monat oder nach ein paar Monaten merken die, nein, es geht doch nicht, ja. Also das solltest du von Anfang an wissen, du bist ja erwachsen, du solltest ja wissen, wie du musst dich ja vorher auch zu Hause den Arsch hochheben und anziehen und rausgehen auf den Zug oder ins Auto steigen, ja, also das ist halt mit Aufwand verbunden, ja, und so weiter. Also es gibt da x verschiedene Kategorien von Träumen. Und es gibt aber auch natürlich gute Leute, Musiker, ganz gute Leute, die wirklich mit vollem Elan dabei sind, die sich voll in eine Band einbringen, zum Beispiel jetzt unser Gitarrist, der zweite, der hat einen extrem weiten Weg zur Probe, fast 2 Stunden oder ja, 2 Stunden, fährt er mit dem Auto und bis jetzt, ich habe ihm gesagt, wir verstehen das, wenn das für dich zu viel ist und so und kein Problem, wenn du sagst, das geht nicht, aber er möchte unbedingt mitmachen und möchte unbedingt kommen
und nimmt jedes Mal oder fast jedes Mal diesen Weg auf sich und so. Und das ist wirklich, solche Typen gibt es eben auch, die wirklich dabei sind, mit vollem Herz dabei sein wollen und wirklich mit voller Hingabe dabei sind. Und das ist genau, und so muss es natürlich auch sein, egal ob jetzt, wo man jetzt weiter weg wohnt oder näher wohnt, egal wo, wie weit man entfernt ist, so muss es immer sein, ja. Mit Interesse dabei sind, voll dabei, mit vollem Herzen dabei, mitmachen, üben, die Songs vorbereiten, sich generell vorbereiten aufs Ganze. Alle Belange, die mit der Band zu tun haben, sich auch einbringen, mitmachen, also Gigs besorgen und Outfit und was auch immer, Vorschläge bringen und so weiter. Ja. Also man sieht, Musikerspezies ist eine ganz spezielle Spezies, da könnt ihr noch lange Geschichten erzählen. Vielleicht habt ihr auch schon was erlebt darüber. Übrigens auf Facebook habe ich so eine Gruppe gegründet, Metal-Musiker gesucht, eben für Bands, die Musiker suchen. Und da könnt ihr, und in dieser Gruppe Metal-Musiker gesucht, da gibt es zwei Chats und ein Chat davon ist Erlebnisse mit Bandmitgliedern. Da gibt es auch noch so viele solche Geschichten, ja, drin. Da müsst ihr mal nachschauen, wenn ihr Facebook habt. Einfach auf Facebook gehen und dann auf Gruppen gehen und dann dort Metal-Musiker gesucht schauen. Und dann seht ihr dann schon, kommt ihr dann schon auf die Gruppe und dann links, auf der linken Seite steht Chats, da gibt es zwei Chats. Ein Chat ist eben Erlebnisse mit Bandmitgliedern. Und der andere ist allgemeiner Musiker-Chat. Also das war's zu diesem Thema. Wenn ihr da auch Erlebnisse habt oder Meinungen dazu, schreibt mir gerne unten hin. Würde mich interessieren. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye.